Sind Sie nicht der bekannte Schlagerstar Piet Wehling? Der Name stimmt, ja. Ja, was können wir für Sie tun? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, also ich bin da an einer Sache geraten, die mir ganz und gar nicht gefällt. Hier, dieser Veranstaltungsdienst Euro International hat mich an einen Musterschau engagiert. Elektroartikel, Haushaltgeräte, Verteilung von Prospekten und so. Nicht wahr in der Art. Na ja. Ich glaube, dann reine Propagandaveranstaltung. Die Hauptsache sollte ja die Kaffeefahrt sein. Und Sie sollten für Stimmung sorgen, Kriminalrat Roth. Guten Tag. Tja, und in der Pause geht dann der Verkaufssumme los. Inzwischen weiß ich, was die Herren verkauft haben. In dem folgenden Film hat sich das Kommissariat 9 mit einer besonderen Form des Warenvertriebs zu befassen, nämlich den sogenannten Kaffeefahrten. Nun sind solche Veranstaltungen nicht gleich und ohne weiteres ein Fall für die Kriminalpolizei. Wohl aber gibt es innerhalb dieser Branche eine Reihe von schwarzen Schafen, die den zahlreichen seriösen Unternehmen dieser Branche einen denkbar schlechten Dienst erweisen. Von einem solchen schwarzen Schaf und seinen unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden berichtet unser folgender Film, mit dem wir nicht alle Veranstalter von Kaffeefahrten diskriminieren, wohl aber insbesondere ältere und unbeholfene Leute davor warnen wollen, damit sie nicht diesen Verkaufspraktiken zum Opfer fallen. Ja, wir hatten hier schon solche Veranstaltungen, aber nicht mit so viel Aufwand. Wenn man aus einem Geschäft was rausholen will, muss man entsprechend reinstecken. Das ist doch meine Devise. Kochen Sie um alles in der Welt bloß einen anständigen Kaffee. Die meisten Wirte sparen da am falschen Ende. Aber wir sind hier im ganzen Umkreis berühmt, Herr Michel, zu Kaffee und Kuchen ins Jägerhaus. Da reisen ganze Clubs und Gesellschaften an. Na schön. Macht sich doch ganz gut, hä? Soll auch getanzt werden, Herr Michels? Tanz? Wir machen etwas Gepflegtes mit einem bekannten Künstler. Ah, mit Piet Wehling. Ja, sagen Sie mal, wer waren denn die anderen Veranstalter? Warten Sie mal. Feldmann und Co., Elektrovertriebs, ja. KG, ja. Neuheiten Schmidt. Ja, ja, die alle. So, den werden wir mal zeigen, wie verkauft werden. Willst du von der Treppe essen? Hallo, Jutta. Ab die in der Stadt. Die wissen gar nicht, was wir hier draußen zu schuften haben. Dasein im Grün, frische Luft und Langeweile. Und wer badet's aus? Dabei hat kurz vorher mal was von einem Zweitwagen gefaselt. Och, hör bloß auf. Bei den Preisen müssen wir sogar an der Heizung sparen. Wenn der Winter kommt, wie wär's mit einem kleinen Seitensprung, Hanneleuchen? Hm? Das steht uns doch zu. Die Illustrierten schreiben alle nasenlang was von grünen Witwen auf Abwägen. Also sag mal, spinnst du? Kennst du den? Was ist denn das? Hast du auch bekommen. Schau mal im Briefkasten. Mensch, das ist doch tatsächlich Piet Wehling. Weißt du noch? Ramona. Nee, und da war ja noch dann dieses hier. Im Café de la Paix in Paris. Hast du das Gesicht von der Schindelbauer gesehen? Na und? Also was ist? Na lass mir das mal lesen. Eine Kaffeefahrt mit Piet Wehling, so was hätte es früher mal geben sollen. Machen Sie sich ein paar unbeschwerte Stunden bei Kaffee und Kuchen. Genießen Sie ein volles Unterhaltungsprogramm mit dem bekannten Funk- und Schallplattenstar. Du, das ist aber so eine Veranstaltung, weißt du, wo man was kaufen muss. Mhm. Freiwillige Teilnahme an einer Haushaltsgeräte-Musterschau. Es findet kein Verkauf statt. Geht doch extra da. Kein Verkauf. Und was kostet das? 6 Mark. Mit einer Fahrt durch den schönen Dammbrücher Wald zu dem bekannten Gasthaus Jägerhof. 6 Mark? Es geht ja. Sag ich doch. Und dann sind wir das letzte Mal weg gewesen. Ach du lieber Gott. Die ewigen Busfahrten in die Stadt. Schaufenster gucken, das hier ist doch mal was anderes. Ja. Was ist denn das? Ah, Reklame-Quatsch. Ja, zeig doch mal her. Kann man doch mal ansehen. Wenn wir uns nicht mal eine Zeitung halten, dann... Aber Anton, ich muss jetzt die Kartoffeln aufsetzen. Und du hast noch nicht mal den Rasen fertig. Tu eine Kaffeefahrt ins Grüne. Das wäre doch mal was anderes. Ach, lass mich doch mit dem Unsinn entfrieden. Warum denn? Wir haben doch nichts weiter vor. Ach, das kostet doch nichts. 6 Mark für jeden. So, und die Extraausgaben? Nein, Martelchen. Kaffee und Kuchen, alles inklusive. Und sogar mit Musik. Ach. Ja. Bitte schön. Danke.
So ein Wischen im verschlossenen Umschlag. Eine Einladung zu einer Kaffeefahrt. Ach, keine Absenderangabe? Naja, ist brieffrankiert. Zeig doch mal her. Na, die steigen ganz schön ein. Eine ganz neue Firma, den Namen haben wir noch nie gehört. Veranstaltungsdienst Euro International. Dahinter steckt doch sicher einer von unseren alten Bekannten. So, warum schickt er uns das zu? Das war wahrscheinlich jemand anders. Die liebe Konkurrenz vermutlich. Mhm. Meinst du, wir sollten uns das mal näher ansehen? Wenn du Zeit und Lust hast. Weder noch. Das erste lege ich dem mal zu unserer Sammlung. Der Wehling ist aber nirgends zu sehen. Na, meinst du vielleicht, der reißt Fahrkarten ab? Oder haben die uns verschaukelt? Pass auf, die spielen uns bloß ein paar Schallplatten vor und das ist dann das ganze Unterhaltungsprogramm. Oh nein, das glaube ich nicht. Wollen wir uns mal erkundigen? Sie, junger Mann, wie ist denn das mit Fitz Wehling? Er scheint ja nur als Geist. Aber meine Damen, Herr Wehling ist so lebendig wie ich. Er dürfte schon da sein, wenn wir ankommen. Inzwischen müssen Sie mit mir vorlieb nehmen, falls Ihnen das nicht unangenehm ist. Ja, so als Ersatz. Na, dann wollen wir mal. Bitteschön. Kann ich Ihnen helfen, ja? Bitteschön. Das sind doch mehr aus der Siedlung, Anton. Die wollen sich alle einen vergnügten Tag machen. Das viele Geld. Na, ich bin ja gespannt. Wir können. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmer an unserer heutigen Kaffeefahrt ins Grüne. Ich darf Sie zunächst im Namen der Firma Euro International Veranstaltungsdienst sehr herzlich begrüßen und Ihnen und uns allen einen schönen, vergnügten Tag wünschen. Wie Sie sehen, meint es ja der Wettergott besonders gut mit uns heute und da wäre es ja gelacht, wenn wir nicht gemeinsam mit Schwung und guter Laune einen schönen Tag verbringen würden. Meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, liebe Freunde, ich kann Ihnen versichern, dass Sie heute bei dieser Veranstaltung absolut zu Ihrem Recht kommen werden. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Hier bei mir ist auch noch was, David. Na komm, komm, keine Müdigkeit vorschätzen. Mal langsam, ich breche ja schon fast zusammen. Ja, vom Saufen, aber nicht vom Arbeiten. Heute geht's rund. Wenn ihr Burschen mir heute keinen anständigen Umsatz macht. Das wird ja immer schöner. Ja, vor allem euer Bankkonto. Kommt, kommt, ihr zeigt ja schon die ersten Ermüdungserscheinungen. Verkalkung mit 35. Das kommt von zu leichtem Geldverdienen. Hm? Wenn wir Sie nicht zum Antreiben hätten, Chef, Sie müssen mein Bares mal Spieß gewesen sein. Halt die Luft an, Pam. Da kommt er auch schon. Da, Dalli, Dalli, Dalli. Los, los. Guten Tag. Tag. Das wollen Sie ja alles ausstellen? Was Hübsches zum Umziehen? Ernsthaft, Herr Michels, das ist ja keine Verkaufsmesse. Nanu, machen Sie mal keinen Wind. Keiner wird gezwungen, was zu kaufen. Aber wenn der eine oder andere was kaufen will, Sie kriegen Ihre Gage ja auch bar auf die Hand. Sie haben anfangs aber nur von Kaffeefahrten gesprochen. Jetzt ist es die reinste Verkaufsmesse. Wenn ich mich nicht irre, kommen die Leute vor allem meinetwegen. Umsatz ist wichtig, lieber Herr Wehling. Auch für Sie. Sonst kann ich Ihnen keine Gage zahlen. Also wenn Sie mir das von Anfang an so offen erklärt hätten. Na kommen Sie, Wehling, seien Sie froh, dass ich Ihnen laufend ein dankbares Publikum lebe. Auf Ihr Engagement, da bin ich auch nicht angewiesen. Das sollte man nicht so laut sagen. Sie sind okay, Wehling, aber von Geschäften verstehen Sie nicht. Sorgen Sie dafür, dass gute Stimmung herrscht, dann sorge ich dafür, dass die Kasse stimmt. Los, Tempo, Tempo, Leute. Ja, ist ja gut. Feierabend? Der Mensch muss auch mal zum Zahnarzt. Na, dann viel Spaß. Ja. Hier, Herr Roth. Mal wieder ganz was Neues. Ja, es nimmt jetzt langsam wirklich überhand. Hand in Hand mit einem netten jungen Mann. Und die zwei schauen sich verliebt und glücklich an. Die Musik spielt ganz leise, Cousin. Für die zwei gibt es gar kein Problem. Er ist jung, sie ist süß und die Welt ein Paradies. Im Café de la Paix in Paris. Und nun etwas für die Jungen und Junggebliebenen, meine Damen und Herren. Eine kleine Rückerinnerung. Als die Röcke der Mädchen fast so kurz wie heute, ihre Frisuren noch kürzer, dafür aber die Liebe umso länger und die Treue ewig waren. Als die Herren noch Schmalzlocken à la Rudolf Valentino, Bärtchen à la Adolphe Bonjour,
Jacketts auswartiert und die Herzen auf Taille trugen. Und als alle gemeinsam sangen... Ich finde fast, dass er durch seine grauen Schläfen noch gewonnen hat. Er guckt immer zu ihr. Und jetzt schon wieder. Das macht eine offenherzige Bluse. Ramona, so tönt auch meiner Liebe Sang. Ich träumte die Weise, die leise dir mein Sehnen klagt. Den duftenden Rosen hab ich manch liebes Wort gesagt. Dir? Ramona, gedenke doch der Frau hat nämlich heute Geburtstag, deswegen sind wir mit. Mein ganzes Herz, Ramona, nahmst du grausam mir. Ramona, ich sehne mich nach dir. Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich glaube, unser Künstler hat jetzt eine kleine Pause verdient und auch wir sollten uns ein wenig die Füße vertreten. Dort drüben, meine lieben Freunde, findet jetzt unsere Verkaufsschau statt. Wir zeigen Ihnen eine Reihe von Haushalts- und Elektrogeräten bekannter Herstellungsfirmen des In- und Auslands. Jeder ist herzlich eingeladen. Außerdem haben wir noch eine Überraschung für Sie bereit. Jeder Käufer nimmt automatisch an einer Auslosung teil, die wir anschließend zusätzlich für Sie veranstalten. Und worum handelt es sich bei dieser Auslosung? Meine Damen und Herren, Sie werden es ja gar nicht für möglich halten. Um eine Ferienreise für zwei Personen. Mit Vollpension. Für 14 Tage. Und wohin geht diese Ferienreise? In die herrlichen Alpen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Firma Euro International Veranstaltungsdienst hat es sich wirklich zur Aufgabe gestellt, Ihnen ein ausgezeichnetes, rundes Programm zu servieren. Sie alle haben soeben miterlebt, wie ein Künstler von Rang und Namen eines Pitt Wehling uns alle so richtig von Herzen erfreut. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, verehrte Anwesende, bedenken Sie bitte eines. Die Firma Euro International Veranstaltungsdienst bietet Ihnen das alle für genau 6 D-Mark pro Person. Ich würde mich freuen, Sie alle auf unserer nun beginnenden Verkaufsshow wiederzusehen. Bitte, meine Herrschaften, drehen Sie ruhig näher. Denn es ist ziemlich warm, nicht wahr? Ja. Naja, hier draußen können Sie auch viel besser schauen. Ich habe hier dasselbe Warensortiment wie im Innern. Wenn ich das Ihnen einmal zeigen darf, bitte schön. Sehen Sie, wunderbar. Oh, guck mal, ist der nicht schick? Oh ja. Ob der dem Wehling gehört? Der würde jedenfalls zu ihm passen. Ach, guck mal, der ist ja toll. Fantastisch. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein Weißen. Entschuldigen Sie, ich wollte nur mal meine Zigaretten rausnehmen. Gestatten Sie? Oh, der Verzeihung. Hast du recht? Sehen Sie, ich kann mich von dem guten alten Stück nicht trennen. Ach, das wäre ja auch schade, nicht? Vorsichtig, sonst wird er noch rot. Ja, leider hat er nur wenig Platz. Und wenn man zwei so reizende junge Damen kennenlernt und sie zu einer Tour einladen möchte. Ach, schön, das Sortiment geprüft, meine Damen. Bitte drehen Sie näher, ich zeige es Ihnen. Ja, später. Bitte, meine Herrschaften, wenn ich es Ihnen einmal zeigen darf. Entschuldigung, oder wollten Sie sehen, was es dazu kaufen gibt? Ich habe gedacht, das wäre eine reine Vergnügungsfahrt. Naja, es ist halt so ein bisschen Verkauf drumherum. Ja, drumherum ist gut. Wir sind jedenfalls zum Vergnügen mitgefahren. Und? Nun sind Sie enttäuscht, was? Aber trotzdem, der Kaffee ist doch trinkbar und das Wetter ist doch auch nicht übel. Ne? Und von sich selbst sprechen Sie gar nicht? Der Künstler tut sein Bestes und zieht sich bescheiden zurück. Und wenn man ihm sagt, dass er einem gut gefallen hat? Dann wird er rot wie sein Wagen. Sind die Damen von unserem Troubadour auch gut beraten? Das können ihre tüchtigen Verkäufer viel besser. Großartig! Vielleicht packen die Damen auch davon überhaupt. Ja, gleich. Es gibt nichts Besseres gegen Rheuma, glauben Sie mir, mein Herr. Jeder Arzt wird Ihnen bestätigen. Aber der Preis, sowas kann unser einer doch kaum. Und nicht nur Rheuma. Ischias, Hexenschuss, Neuralgie, Bandscheibenschäden. Das ist doch alles ein und dasselbe, ne? Das ganze Gebiet der Kreislaufschäden. Wovon kommen denn die kalten Füße, die abgestorbenen Hände? Kennen Sie nicht das Kribbeln in den Fingern, wenn das Blut nicht mehr richtig... Ich schon. Und vor allem meine Frau. Die ist gerade mal raus. Sie sagen sich schon, wie hoch ist der Preis? Ne? Wer an Schlaflosigkeit leidet wegen
mangelnder Wärme, weil sich der Körper nicht in genügender Weise... Der Körper? Bei uns ist die Ofenheizung, guter Mann. Unterm Schlafzimmer, direkt der Keller. Und im Winter alles eiskalt. Also bitte, wie viel? Weil Sie es sind, warten Sie. Ja? 166 Mark. 166? Einen bequemen Raten, wenn Sie nicht bar zahlen wollen, ohne Abzahlungsaufschlag. Zahlen Sie jetzt einen kleinen Betrag an und den Rest in bequemen 12-Monats-Raten. Ja. Wie viel wollen Sie denn jetzt? 20, 30 Mark. Das genügt vollkommen. Und Sie können die Decke gleich mitnehmen. Nein, nicht mitnehmen. Sonst macht meine Frau Theater. Aber wenn Sie sie schicken könnten, wenn vormittags die Post kommt, dann bin ich meist im Garten. Ja. Aber selbstverständlich, mein Herr. Bitte, wenn Sie mir gleich Ihre Adresse, Namen und Unterschrift. Ja, Hier ist ja wirklich was los. Es hat den Anschein, als ob Ihre Freundin das Opfer unseres Direktors geworden wäre. Sie sagten vorhin, Sie hätten in der nächsten Zeit noch in unserer Gegend zu tun? Ja, das stimmt. Wissen Sie, meine Freundin gibt am Sonntag eine kleine Party. Wenn Sie Lust und Zeit hätten, oder müssen Sie vielleicht auftreten? Nein, nein, auf unserer Tournee ist der Sonntag meist besonders langweilig. Na, dann kommen Sie doch. Hannelore wird sich bestimmt sehr freuen. Das finde ich ganz reizend. Ich nehme Ihre Einladung sogar an. Mit ganzem Herzen. Na, prima. Bei schönem Wetter wird im Garten der Grill aufgestellt. Und dann brauchen Sie bloß... Aber auf Sie warte ich doch die ganze Zeit, meine Dame. Wenn ich Sie ein wenig einen Moment ausspannen kann. Ja, später. Wir sind mitten in einem privaten Gespräch. In einem privaten? Ja. Na ja, muss auch mal sein. Bitte schön. Was ist denn das? Ein Kaufvertrag. Für einen Elektroofen. Na ja, wenn es kühler wird, dann brauchen wir nicht gleich das ganze Haus zu heizen. Also. Herr Michels. Ja? Das geht jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Na und? Punkt 5 bin ich weg. Ich habe um 8 noch einen Auftritt. Gratuliere. Ich scherze nicht. Hören Sie auf mit diesem Verkaufstrommel, sage ich Ihnen. Sonst können Sie den zweiten Teil mit Ihrem tüchtigen Männerquartett bestreiten. Erinnerst du dich noch hieran? Schwitzkorsett Fortuna mit eingebauter Herzinfarktgarantie. Jetzt sind Sie ja viel schlauer. Die verkaufen fast nur noch seriöse Artikel. Aber zu welchen Bedingungen? 50-100% überteuert. Meist noch auslaufende Modelle der Lieferfirmen, die eigentlich besonders billig sein müssen. Wir haben jetzt mal vorsortiert, Herr Roth. Das Rennen macht zweifellos dieser Veranstaltungsdienst mit dem Schlager-Troubadour. Hast du den Zettel mal da? Ja, richtig. Das war der, den uns die liebe Schmutzkonkurrenz anonym zugeschickt hat. Bitte. Ach ja, ich verstehe. Euro-International-Veranstaltungsdienst. Sie sind ja schon eine ganze Weile hier in der Gegend mobil. Hier habe ich rausgeklickt, wo Sie demnächst aufkreuzen. Mhm. Na schön, wunderbar. Dann nehmen Sie mal gemeinsam einen kleinen Ausflug. Ist ja auch mal ganz hübsch, oder? Nächsten Dienstag. Da kriegen wir bestimmt was zu sehen. Viel Spaß. Und zu hören vor allem. Noch ein Brot? Ja, gerne. Danke. So, die nächste Runde kann beginnen. Ja, wunderbar. Danke. Tja, Kunst geht nach Brot, das ist nun mal so. Jeder muss Geld verdienen. Warum soll es den Künstler Geld besser geben, nicht? Natürlich gibt es auch Grenzen. Meinen Sie damit diese Kaffeefahrten? Nicht unbedingt. Danke. Wenn da von vornherein klare Abmachungen getroffen werden, ist alles in Ordnung. In meinem Fall ist es nur zum Verkaufsrummel ausgeartet, von dem ich vorher keine Ahnung hatte. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Ja, bitte. Moment. Herr Jenke, noch einmal recht herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich muss sagen, schmeckt großartig. Ja. Zum Wohl. Gern geschehen. Der hier. Der sollte für die kühlen Tage und die Übergangszeit sein. Wir haben ihn schon ausprobiert. Ja, als es nach dem Regen so kalt war. Ja, das Ergebnis war ja leider sehr dürftig. Selbst in dieser Jahreszeit, da mussten wir die höchste Heizstufe einschalten, um unser kleinstes Zimmer wenigstens einigermaßen warm zu kriegen. Also wenn es kälter wird, dann ist er so gut wie unbrauchbar. Ist er denn in Ordnung? Absolut. Ich habe ihn genau untersucht. Ja. Technisch ist er fit. Aber was der Vertreter meiner Frau versprochen hat, stimmt nicht. Von wegen sparsamster Verbrauch durch neuartige Wärmespeicherung. Das ist schlichtweg gesponnen. Aber Herbert, ihr könnt doch jetzt nicht dein Wehling dafür verantwortlich machen. Davon ist doch keine Rede. Trotzdem, das interessiert mich natürlich. In jedem Elektrofachgeschäft kostet das Gerät nur die Hälfte. Die Hälfte? Von dem, was wir gezahlt haben. Ich habe mich erkundigt. Und dann, da ist dann noch etwas. Jutta, du weißt schon, die Schindelbauers. Ein altes Ehepaar von aus der Siedlung, das war auch bei der Kaffeefahrt. Hm. Gestern kommt der Mann ganz aufgeregt zu uns und fragt, ob wir auch so eine Heizdecke gekauft haben. Ja und, weiter? Die alten Leute sind schwer enttäuscht. Weil das auch so ein minderwertiger Dreck ist. Ja, und vor allem zu dem Kaufpreis, da sind jetzt noch die Versandkosten dabei und ein Ratenaufschlag.
Und dabei hat der Vertreter ausdrücklich versichert, das wäre alles im Kaufpreis mit drin. Und wie viel macht das nun zusammen? Über 200 Mark, das ist für die alten Leute ein Vermögen. Ja, sagen Sie, haben Sie denn da nicht gleich reklamiert? Das nützt doch nichts. Und da werden da bestenfalls die Sachen umgetauscht. Aber der Kaufvertrag, der läuft weiter. Vertrag ist Vertrag. Das brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen. Wie bei Ihren Kunden, nicht? Natürlich. Wer unterschreibt, erkennt die Bedingungen des Vertrages an. Das ist auf der ganzen Welt so. Es gibt Ausnahmen. Wieso? Ich bin doch sehr zufrieden mit Ihnen. Wir haben doch, wenn ich so sagen darf, gemeinsam große Erfolge erzielt. Oder nicht? Ich möchte nicht mehr. Entlassen Sie mich aus dem Vertrag, dann ist alles in Ordnung. Das können Sie von mir nicht verlangen. Wir sind ein eingefahrenes Team. Es ist alles bestens. Eben nicht. Ich will jedenfalls nicht mehr. Ja, nun mal langsam, Herr Wehling. Von einem Tag zum anderen mir den Stuhl vor die Tür stellen. Das können Sie mit mir nicht machen. Ich glaube schon. Ja, nun machen Sie keine Wetzen. Kommen Sie, ich Herr Wehling. Ich denke ja nicht daran. Dann verklage ich Sie. Das ist mir doch egal. Ach so. Sie haben wohl schon ein anderes Angebot. Ich will vor allem bei Ihnen nicht mehr mitmachen, Herr... Das ist... Also, ich rate Ihnen. Nehmen Sie Vernunft an. Das ist kein Rat. Das ist eine Drohung. Meinetwegen. Und ich werde Sie wahrmachen. Ich kenne Sie doch. Sind Sie nicht der bekannte Schlagerstar David Wehling? Der Name stimmt, ja. Ja, was können wir für Sie tun? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, also, ich bin da an eine Sache geraten, die mir ganz und gar nicht gefällt. Hier, dieser Veranstaltungsdienst Euro International hat mich für eine... Musterschau engagiert, Elektroartikel, Haushaltgeräte, Verteilen von Prospekten und so in der Art. Ich glaube an reine Propagandaveranstaltungen. Die Hauptsache soll ja die Kaffeefahrt sein. Sie sollten für Stimmung sorgen. Kriminalrat Roth. Guten Tag. Ja, und in der Pause geht dann der Verkaufssumme los. Mir schmeckte das von Anfang an nicht. Inzwischen weiß ich, was die Herren verkaufen. Steht ja auch deutlich auf dem Werbezettel. Kein Verkauf. Ja. Die Leute versprechen alles Mögliche, tun dann das Gegenteil. So arbeiten viele von diesen Verkaufsakrobaten. Richtig, und dann war auch noch der Schwindel mit der Ferienreise. Ach nee, erzählen Sie mal. Alle Käufer nehmen angeblich an einer Auslosung teil. 14 Tage für zwei Personen in die Alpen. Zuerst wollte ich das auch noch vortragen, aber da habe ich gepasst. Und die Auslosung, fiel die flach? Wenn sich wirklich mal jemand erkundigt hat, dann hieß es, der Gewinner wolle nicht genannt werden. Nach der Pause ging sowieso alles hopp hopp. Ja klar, natürlich, das Geschäft war ja gelaufen. Ulkig, wenn ein alter Bekannter wieder auftaucht, nicht? Was denn? Hat er mich jetzt etwa schon mal... Ja, Moment, Moment, ja. Da müssen wir erst noch einiges nachdrücken. Naja, Sie haben jedenfalls gesehen, wie manche von diesen Veranstaltern arbeiten. Welchen Schaden sie anrichten.